Den nächsten Vortrag freue ich mich ganz besonders, weil der so schön mal wieder außer der Reihe ist. Ja, für viele ist das Thema schon längst beendet. Und für andere ja, ist, glaube ich, die Aufarbeitung der Snowden-Enthüllung so ein bisschen zur Daueraufgabe geworden. Und Rainer Reag wird uns gleich erzählen, was haben wir gelernt, was ist noch zu tun, 6 Jahre nach Snowden. Hallo Rainer. Hallo. Dankeschön. Oh, hallihallo. Genau, also ich will nochmal in Erinnerung rufen, was wir eigentlich über die Snowden-Dokumente und die Snowden-Veröffentlichungen, was wir darüber gelernt haben, weil es immer so ein bisschen nochmal in den Hintergrund gerät, aber ich glaube, viele von den Dingen sind nach wie vor so aktuell wie nie, nur dass wir jetzt über andere Länder und über andere Dinge reden. Ich habe es deswegen genannt, vergessene Lektion für die vernetzte Gesellschaft und ja, dann schießen wir mal los. Also zu mir, ich halte es mal ein bisschen kurz. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Weizenbaum-Institut, ehrenamtlich auch beim Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung tätig. Bin selber Informatiker und habe Informatik und Philosophie studiert. Ich rutsche mal ein bisschen hier noch her. Also erstmal, ihr habt ja alle mitbekommen, Snowden hat mal bei der NSA gearbeitet, hat da Sachen rausgetragen. NSA, die gibt es. So seit 1952, ist seit 1943 gibt es schon die Five Eyes, eine Kombination aus USA, UK, Neuseeland, Australien und Kanada, so eine Art Geheimdienstkooperation. Die NSA selber hat 30.000 bis 40.000 MitarbeiterInnen Snowden selber arbeitet da bei denen, auch bei der CIA, bei Dell und so weiter. Wichtig ist hier nur, dass er selber nichts veröffentlichte, sondern Material nur an JournalistInnen weitergab und der Inhalt auch nie bestritten worden ist. Er ist laut US-Gesetzen kein Whistleblower, ihm droht laut Espionage Act eine Verurteilung von einem militärischen Geheimgericht. Okay. Gut, der Skandal, worum ging es? Kleiner Kommentar zu dieser Methode, ich werde jetzt ein paar Folien an die Wand werfen. Das sind interne Dokumente, deswegen kann man schon sagen, da ist eine Menge dran. Allerdings muss man immer noch mit beurteilen, die Praktiken können auch sein, dass da intern ein bisschen geprotzt und geprollt werden sollte vor anderen Abteilungen, also immer mit so einem kleinen, kritischen Blick, so wie immer halt. Okay, also 2013, Summer of Snowden, wen es interessiert, es gibt eine Documentary, Citizen 4, da ist quasi das Ganze schön als Film aufgearbeitet. Also, am besten guckt man immer, wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt. Black Budget war in den Folien relevant hier. Die NSA pro Jahr hat 10 Milliarden Dollar Budget und das hier rechts ist nochmal nach Funktionalität aufgeschlüsselt. Da sehen wir hier Data Collection, ist sozusagen, wenn man sozusagen CIA und Reconnaissance Office und so weiter zusammenzieht, sind wir hier bei 25 Milliarden Dollar im Jahr für Data Collection. Also da kommt schon was zusammen. Ein bisschen mehr als das BSI hat, so als Gegenspielerin mal. Naja, gut. Okay, dann, wofür wird das Geld ausgegeben? Dazu gab es das National Intelligence Priorities Framework, was auch in den Folien vorhanden war. Da sieht man so ein bisschen Kategorien und hier so Länder. Und wie uns auffällt, ha, lustig, da unten, Germany, April 2013 und Germany, January 2007, also 2007, 2013. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn da so? 2007 ist das alles relativ grau, also da sind auch die US-Amerikaner der Meinung gewesen, dass hier digital noch nicht so viel los ist. Offensichtlich haben sie das Memo nicht gekriegt, dass es immer noch so ist, aber okay. Also April 2013, so, hier haben wir 3334 und was ist da interessant? Naja, hier die 5, okay, Counter-Espionage, das ist ja das, womit diese ganzen Snowden-Geschichten immer begründet worden sind, aber spannend ist hier auch 4, also sehr hohe Priorität, Emerging Strategic Technologies. Das heißt also, der US-Geheimdienst verwendet seine Milliarden darauf, sozusagen aufkommende strategische Technologien in Deutschland auszuspionieren. Ganz, ja, so schwarz auf weiß. Okay, dann gucken wir uns mal ein paar NSA-Programme an. Ist jetzt für einige wahrscheinlich so ein kleiner Flashback. Allerdings finde ich es gut, das jetzt nochmal so in geballter Form die Dosis abzukriegen. Also wir wussten bei Prism direkt Zugriff auf die Server von Apple, also iCloud, bei Google, also Gmail, Calendar, YouTube, GDocs, Facebook, Skype, Microsoft. Wir erinnern uns, Microsoft bietet Office 365 an. Direkter Zugriff auf die Server. Dann hatten wir den Datenzugriff via Seekabel. Bei der NSA hieß das Programm Upstream, bei der GCHQ hieß das Programm Tempora.
Wichtig ist hier der Hinweis an die NSA-MitarbeiterInnen, you should use both. Okay. Ne, die Daten, die man hier nicht kriegt, kriegt man irgendwo anders. Wie kann man sich das vorstellen bei den Seekabeln? Oftmals gibt es so Anlandepunkte, wo die Seekabel quasi ans Land kommen und da sind so, wird so quasi die Glasfaser und so weiter, werden so umgesetzt auf Landkabel und da ist es relativ einfach, sich da quasi dazwischen zu hängen. Es gab auch Hinweise darauf, dass eventuell die NSA sogar mit U-Booten und Spleißgeschichten arbeitet, aber was wir wissen, ist auf alle Fälle an diesen Übergabepunkten. Dann an Knotenpunkten wurde der interne Datenverkehr von Firmen abgegriffen, insbesondere von einer Firma, haha, Google zum Beispiel. Das hat die Google-Leute insbesondere gestresst, weil hier, wie man an der Skizze sieht, ne, die User, hier ist alles schön mit SSL gesichert und hier ist das die Google Frontend. Frontend-Server und hier bei den Google-Datenzentren intern ist das alles unverschlüsselt abgelaufen und die waren alle ziemlich furious mit SSL added and removed here. Haha, smiley. Okay. Naja, das hat sich jetzt auch geändert, deswegen. So, was haben wir denn noch aus den Folien? Also Metadaten von Kommunikation wurden großflächig gespeichert. Also Telefon, Handy, Internet von Providern bis runter zu HTTP-Headern, Spracheinstellungen und Uhrzeiteinstellungen. Bei diesen Metadaten gab es sogar vom Privacy and Liberties Oversight Board, so eine unabhängige Kommission in den USA, eine Analyse, die gesagt hat, hat nichts gegen Terror geholfen, sollte man sofort abschaffen. Und die hatten Zugang zu allen geheimen Dokumenten. Des Weiteren wissen wir, es gibt Exploit-Datenbanken für BlackBerry. Kennt ihr das noch? Okay, BlackBerry, Android, iPhone, Microsoft-Produkte. Das heißt also fertige, nicht Vulnerability-Datenbanken, sondern Exploit-Datenbanken. Das heißt schon fertige Stücke Software, um sozusagen in die entsprechenden Geräte zu kommen. Außerdem wissen wir, dass es eine Zusammenarbeit mit Herstellern gibt, zum Beispiel über das Microsoft Active Protections Program, MIPP. Wo Microsoft, wenn es eine große Lücke gibt und dann bald ein Update kommt, quasi die großen Unternehmen, die mit ihren 100.000 Arbeitsplätzen vorher informiert, achten und da kommt gleich was und die NSA hängt da quasi dazwischen und sagt, ha, stopp, nee, die Lücke brauchen wir noch, schickt die mal nicht raus. Aus den Folien wissen wir auch, dass IT-Sec-Foren überwacht werden oder wurden. Das heißt also da, wo die Forscherinnen und Forscher in diesem Bereich sich austauschen, da hört quasi immer jemand mit. Dann wissen wir von dem automatisierten Aufbau eigener Botnetze und zwar nicht dumm, wenn man hier sieht, ne, Trusted Nodes und dann Zwischennodes und dann Open Web Proxies und unten sind die ganzen Sklavencomputer oder die ganzen sozusagen Secondary oder die sozusagen Ausführenden in den Botnetzen. Das heißt also, wenn irgendwelche DDoS-Angriffe sind und so weiter, ist überhaupt nicht zurückverfolgbar, wo das überhaupt herkommt. Das ist die NSA-Folie, dass die NSA da dick die Finger im Spiel hat. Dann, wir wissen aus den Dokumenten weiterhin, dass die Infrastruktur selber gehackt worden ist. Das heißt, Belgacom wurde über Mitarbeiter-Laptops gehackt. Das Belgacom ist ein Provider, der zufälligerweise die EU-Büros mit Internet versorgt. Wir wissen, dass auf dem G20 in London 2009 die Blackberries gehackt worden sind. Das Videokonferenzsystem der UN in New York ist gehackt worden, wobei explizit, als die UN nach New York gekommen ist, Teil der Abmachung war, never, never, ever legt die USA quasi einen Fuß digital analog irgendwie in diese Offices. Naja, haben sie doch gemacht. SWIFT-System wurde gehackt, das heißt, es ist sozusagen für weltweite Finanztransaktionen. Computer Internet, Commercial Internet Exchanges in Hongkong und China wurden gehackt und 2012 ist in Syrien mal das Internet ausgefallen, weil die NSA einen kleinen Config-Fehler gemacht hat in den Core-Routern. Hups, vermutlich einen Doppelpunkt vergessen oder so. Passiert, nur selten halt in den Core-Routern anderer Länder. Okay, es geht weiter. Wir wissen aus den Dokumenten, dass Webseiten wie Facebook oder LinkedIn imitiert worden sind und quasi in den Rechenzentren mit DNS-Umleitung und so weiter, dass die NSA-Server früher reagieren. Quantum Insert, weiß ich, gibt's Kopfschütteln? Ach so, okay, in Ordnung. Ich dachte, du weißt mehr. Okay, sonst hätten wir nachher nochmal. Okay. G20, das fand ich so ein bisschen, eigentlich fand ich es ziemlich lustig. Da hat das GCHQ in der Nähe des Venues, also VA steht für Veranstaltung, unechte Internetcafés aufgestellt. Das heißt, die Leute, die gedacht haben, Mensch, ich vertraue dem WLAN hier nicht, ich gehe lieber raus ins Internetcafé und mache da meinen Kram, Pech gehabt. Tada. Also das ist wirklich Fake, ne? Also wir benutzen ja Fake jetzt ziemlich wild, aber das ist auf alle Fälle ein ganzes Internetcafé. Okay. Cookies und Ad-Networks, private Anbieter, wurden auch von der NSA genutzt. Das heißt, wenn die privaten Anbieter genau wissen wollen, wer die Kunden und Kundinnen sind und die nachverfolgen wollen über bestimmte Seiten, da dachte sich die NSA so, ja, ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, machen wir mit. Google Play-Verbindungen wurden ausgewertet, Windows Crash Reports, also gerade die Reports, die exakt aufschlüsseln, welche Kombination das eigene System hat. Was braucht man als Reconnaissance Office, um ein System zu hacken? Naja, man braucht genau die Information, welche Module in welcher Version auf dem System vorhanden sind. Ihr erkennt die Struktur.
Die Idee war dabei, Fingerprinting across devices, das heißt, die Informationen so zu verarbeiten, dass man Personen über verschiedene Geräte hin sozusagen nachverfolgen kann, dass es um die Personen tatsächlich geht und nicht nur um die Geräte, um sozusagen noch eine Ebene draufzusetzen. Dann, super schöne Geschichte, hier sieht man, ne, Leute, die Pakete aufmachen, ist aber nicht Weihnachten, sondern die NSA, die zum Beispiel Amazon-Pakete oder hier sieht man, ne, Cisco aufmacht und dann kleine Mikrocontroller und so weiter reinbaut, nennen sie bei der NSA Implants. Das heißt, Postpakete wurden abgefangen, die Geräte verwanzt und dann weitergeschickt. Gibt es einen richtigen Katalog von der NSA, ne? Also braucht ihr was für ein Bügeleisen oder für einen Router? Wir haben für alles einen Implant. Und sie nennen es Supply Chain Interdiction. Naja, okay. Vermutlich auch in Deutschland, das war in den Folien ein bisschen unklar formuliert. Jetzt kommt das, die Sache, wo es den Techies üblicherweise kalt den Rücken runterläuft. Also in den entsprechenden Gremien, wo Verschlüsselungsstandards verhandelt werden, ist an den Folien rausgekommen, dass die auch quasi infiltriert oder zumindest MitarbeiterInnen der NSA mit dabei waren. Das heißt, das National Institute of Standards and Technology wurde dazu bewegt, die Schlüssellängen von bestimmten Kryptostandards künstlich zu reduzieren, damit das Ganze schneller hackbar ist. Außerdem gab es eine Zusammenarbeit mit Technologiefirmen, zum Beispiel RSA Securities, Einbau von Hintertüren. Ist natürlich keine Hintertür, sie war eben mit Absicht da. RSA hat das sich gut bezahlen lassen mit ungefähr 5 Millionen pro Jahr. Außerdem gibt es verdeckte Agenten und Agentinnen in Technologiefirmen, um da die Root Keys, die TLS-Keys rauszutragen, ne, wenn man irgendwie Software unterschreiben will und derartige Sachen. Dann wurden Antivirensoftwarehersteller genutzt, das heißt die Schwachstellen, die von den Vulnerability Reports ausgewertet und außerdem, ihr wisst ja auch, die AV-Software muss so ein bisschen Hypervisor-mäßig unterwegs sein, um ihre Arbeit zu tun. Also wenn man die AV-Software übernimmt, hat man sowieso gewonnen. Da ist es für die NSA sehr gut, dass die meiste AV-Software ganz furchtbare Qualität hat. Okay, Gemalto, lass ich mal kurz weg. Das lasse ich auch weg. Okay, was ist die Idee gewesen? Nächstes Programm der NSA, Treasure Map, das klingt so ein bisschen nach irgendwie Schatzsuche, ist es auch, das Ziel ist Map the entire Internet, any device, anywhere, all the time, also quasi eine Echtzeitkarte des gesamten Internets. Wozu? Naja, Cyber Situational Awareness, das heißt für militärische Operationen, aber auch gleichzeitig ne, Network Reconnaissance, wenn ich weiß, wie dieses Netz aussieht, dann kann ich es auch besser angreifen und lutschen hätte ich fast gesagt, aber sozusagen ausspähen. Mit den ganzen Daten kann man natürlich auch erst arbeiten, wenn man es strukturiert durchsuchen kann. Dafür gibt es die Suchsoftware X-Keyscore, 150 Standorte mit 700 Servern in so Rechenzentren. Ist ein Abfragewerkzeug und damit kann man auch konfigurieren, wenn jemand aus Algen mit der deutschen Spracheinstellung und dem Usernamen um so und so viel Uhr bei Facebook sich einloggt, dann hol mir den Verkehr raus. So eine Anfrage kann man damit konfigurieren und wenn es passiert, gibt es eine Nachricht. So ein bisschen wie so ein Google Alert oder so. Und es wird dann auch gleich gespeichert. Das lasse ich mal weg. Aufbewahrung, also Full-Tag, eine kurze Zeit und eine längere Zeit für die Metadaten, dass man die dann auswerten kann. Kleiner Fun-Fact für uns Techies, ne? Also dieses X-Keyscore basiert auf Linux, ist ein Red Hat, benutzt Apache Web Server auf MySQL-Datenbanken mit NFS-File-System. Per Cron werden wiederkehrende Jobs gemacht. SSH wird genutzt von den Leuten, um sich zu verbinden und Rsync oder Vim als normale Tools. Fun Fact, Analysts connect through X-Keyscore over HTTPS using standard web browsers such as Firefox, Internet Explorer is not supported. Naja, die wissen, was funktioniert. Okay, daraufhin angesprochen, ob Stallman sagen würde, naja, free, offensichtlich ist eine komische Vorstellung von free in free Software. Was wäre denn mit no intelligence oder no military Software? Und er sagt so, nö, freie Software ist halt frei wie in Freiheit. Und ich denke dann manchmal, vielleicht ist es aber auch ein bisschen frei wie in freier Markt. Der Stärkere gewinnt, in dem Fall die NSA. Okay, was ist das Ziel? NSA Data Centers, naja, alle Daten des Internets für ungefähr 100 Jahre zu speichern. Warum will man das machen? Naja, retrospektiver Zugriff ist eine gute Idee. Das heißt, wenn Menschen berühmt, bekannt, einflussreich werden, kann man sagen, was haben die denn, ich weiß, was du letzten Sommer, also vor 20 Jahren gemacht hast. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass Kryptographie-Verfahren natürlich auch mit der Zeit unsicherer werden und dann kann man eben nochmal 20 Jahre zurückgehen und dann die Sachen, die verschlüsselt waren, jetzt aber unsicher sind, dann einfach nochmal rausholen. Kleines Detail, das United States Cyber Command wurde gegründet, das heißt, die Militärs sitzen gleich neben der NSA, das Militär hat die rechtlichen Fähigkeiten, Sachen zu hacken, kann es aber technisch nicht und die NSA kann es, aber darf es nicht. Und da werden die sich sicherlich mal auf dem Klo treffen. Also Unisex-Klo natürlich. Und
dann kann man sich überlegen, ist in Deutschland übrigens auch so mit CITES, auf dem Bundeswehrcampus geleitet von einem BND-Mann. Okay, jetzt ist die Frage, das Narrativ war natürlich immer Terror, 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 die Datennutzung. Also, was wurde damit gemacht? Überwachung von Institutionen der EU, der UN, der Internationalen Energiebehörde, französische Außenministerium, G8-Gipfel, G20-Gipfel, UN Climate Change Conference in Kopenhagen, deutsche Bundeskanzlerin, ihr Kabinett, die türkische und brasilianische Regierung, südamerikanische Ölfirmen, Visa, Mastercard, Swift, Huawei, chinesische Führung, US-Anwälte, kanadische Kandidaten, das World Trade Organization Director, Medienhäuser wie Spiegel und so weiter. Das klingt alles nicht nach Terror, ist auch relativ klar, das wurde auch innerhalb der USA nicht als Terror diskutiert, sondern innerhalb der USA ging es so um Global Dominance. Aber für den Rest der Welt war es immer, wir als Weltpolizei müssen sozusagen dem Terror Einhalt gebieten. Das scheint mir bis auf einige Ausnahmen nicht so dem Terror nahe. Okay, interessant, ich gehe noch mal kurz rein ins eins von den Sachen. Eindeutig wurde auch Kompromat gesammelt, das heißt gegen WikiLeaks, gegen Assange, gegen Pirate Bay Users, sogar Pornsites wurden gespeichert, insbesondere bei den, Website-Habits von muslimischen Mitbürgern und Mitbürgerinnen, weil da gerade die Pornsites besonders eine explosive Wirkung entfalten können. Spannend zu dem, Ankündigung gerade eben, Fridays for Future, geht alle hin, ich gehe auch. Die USA erkannten durch diese Spionage frühzeitig die Positionen der beteiligten Länder bei den Klimaverhandlungen von 2009. Das heißt, es war relativ klar, wer kann noch einen Schritt weit gehen und wer ist wirklich innenpolitisch jeweils bei sich am Limit. Muss man sich mal überlegen, ne? Oder auch bei Energie- und Ölverhandlungen südamerikanischer Länder. Snowden meinte dazu auch noch, naja, und wenn die NSA mal Infos von Siemens braucht, wissen sie auch, wo sie nachgucken können. Okay, was war die Reaktion darauf? Na, die US-Regierung hat gesagt, naja, wir brauchen aber diese Kräfte. Und man muss auf alle Fälle unterstreichen, die DSGVO wäre ohne Snowden nicht so stark, kann man diskutieren, aber sie wäre noch schwächer ohne Snowden. Also es ist auf alle Fälle ein Punkt, bei allen Leuten, die da involviert waren, merkt man, dass das quasi die Snowden auch auf den Gängen, ne, 2013, 2014 auf alle Fälle ein großes Thema war. Das heißt, das darf man nicht so unterschätzen, die Wirkung. Jetzt machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment mit dem, was wir jetzt hier alles gehört haben. Was würde denn eine souveräne Nation im Lichte dieser Enthüllungen tun? Würde man vielleicht eine nationale digitale Services irgendwie bauen oder nationale Hardware entwickeln oder nationale Software entwickeln oder gar eine Firewall um das Land herum machen? Well, duh, natürlich. Ist zwar nicht toll, aber ist irgendwie nachvollziehbar. Okay. Was würde allerdings eine souveräne Nation im Lichte der Enthüllungen tun, wenn man irgendwie mit den USA verpartnert ist? Naja, man würde aufholen, versuchen selbst diese Fähigkeiten an sich zu reißen oder so bekommen und dann mit den entsprechenden Daten und so weiter handeln. Genau das sehen wir in der Strategie der BND, der Bundeswehr und sogar auch beim Bundesamt für den Verfassungsschutz. Ja, das ist natürlich nicht schön, aber alle bauen hier quasi an einer Strategie mit, die erstens uns alle unsicherer macht und zweitens nationale Internete hervorbringt. Soll mal keiner sagen, wir hätten es nicht gewusst. Okay, also gibt es jetzt individuelle Lösungen? Naja, E-Mails verschlüsseln, ja klar. Signal verwenden, ja sicherlich auch. Facebook löschen sowieso. Regelmäßig updaten, natürlich auch. Antivirus-Software nutzen, ja, na klar, nee, eigentlich nicht. Ne? Da fängt es schon an. Irgendwie, wenn man all diese Regeln befolgen will, muss man irgendwie IT-Experte, Expertin sein. Es klappt alles nicht. Wir können ja nicht alle irgendwie in diese Richtung uns professionalisieren. Also wir hier im Raum machen das vielleicht teilweise, aber das kann man sich überlegen, ob man das von allen Menschen erwarten will. Okay, ich will mal noch in drei Szenarios hingehen, um zu beschreiben, wie es jetzt irgendwie weitergehen könnte. Ne? So. Als kleine Vorbereitung, es gab im Jahr 2016, einen Angriff auf den Blog eines IT-Sicherheitsjournalisten Brian Krebs, also bis dahin der größte Angriff überhaupt. Woher kam der? Der kam auch von Internet of Things Devices, also ein riesen fetter DDoS-Angriff. Der Witz an der Geschichte war, dass die Internet of Things Devices, also Kühlschränke, Videorekorder und so weiter, vermutlich während des Angriffs weiter funktioniert haben. Das heißt, die Leute, die Teil des Angriffs waren, haben es vermutlich selber gar nicht gemerkt. Nur im Kopf behalten, mit dem, was wir vorhin alles gehört haben. Okay, drei Szenarios, wie es jetzt weitergeht. Das erste Szenario ist, wir denken so, ja, unsichere Infrastruktur, ihr wisst schon, Softwarekrise, die Systeme sind unsicher, punktuelles Ausnutzen findet statt.
Das ist eine Weile her. Dann hatten wir das nächste Szenario, das ist das Szenario, was man immer im Fernsehen und in den Filmen und so weiter sieht. Also konkrete Angriffe, Tote, Verletzte, Sichtbarkeit, brennende Städte und so weiter. Das ist das, wovor man irgendwie Angst haben soll, und wenn alle Krieg, Krieg, Krieg schreien. Tatsächlich realistisch, wenn man sich die Snowden-Dokumente anguckt, ist Szenario 2. Das heißt, die Systeme sind gehackt und infiltriert, funktionieren aber weiter. Spionage findet verdeckt statt, und als Verhandlungsmasse werden sozusagen die digitalen Infrastrukturen der anderen Länder in diplomatischem Austausch verwendet. Das heißt, die digitale Dominanz wird so sichergestellt und alles funktioniert aber oberflächlich weiter, wie es eigentlich scheint, dass es gut ist. Also, die Lessons learned. Wir kommen auf die Zielgerade. Also, gelernt haben wir, dass es ein Problem gibt. Ne, manche wollen irgendwie Krypto- und Datenschutz, aber dann geht die Frage, was machen wir, wie viel, wovon brauchen wir, und Geschäftsmodelle und so weiter. Genfer Konvention, also irgendwie, man merkt, dass es ein Problem gibt, aber so richtig gehandelt wird nicht. Was wir vergessen haben ist, naja, das Safe Harbor Abkommen, datenschutzmäßig wurde ja von Max Schrems gekippt und seinen Aktivitäten. Danach kam das EU-US Privacy Shield, wobei sich natürlich an den Hintergründen noch nicht wirklich irgendwas geändert hat. Der erste Fall hier oben wurde deswegen gekippt, weil der European Court of Justice quasi die Snowden-Dokumente als Hinweis gesehen hat, dass da auch überhaupt kein adäquater Datenschutz irgendwie vorhanden ist. Ist meiner Ansicht nach und der Ansicht vieler anderen Leute immer noch nicht so. Okay, in Sachen IT-Sicherheit haben wir gelernt, ne, wer gehackt wird, gefährdet andere. Es gibt keine unkritischen Systeme mehr. Ne, wenn wir über kritische Infrastruktur reden, dann müssen wir irgendwie unsere Mobiltelefone und so weiter mit einbeziehen. Und niemand kann eigentlich die Systeme mehr kontrollieren. Alles ist komplex, die Hardware, die Software, Operating System, Geräte der Angestellten, die Libraries, Frameworks und so weiter. Überlegt euch 23 Milliarden Dollar im Jahr, um da reinzukommen. Politisches Problem ist uns allen bekannt. Die Leute haben entweder keine Ahnung, es ist entweder keine Priorität da oder kein Wille, weil es anderen Dimensionen entgegensteht. Und dabei ist es doch aber so, dass solche Exploits, wenn sie einmal gefixt werden, sind alle Nationen und alle Akteure, die solche Exploits haben, sind die plötzlich los. Das ist ein Unterschied zum Beispiel zu Atomwaffen. Die kann man nicht aus der Entfernung einfach ausknipsen. Und klar ist, die Militarisierung des Internets schadet auch wieder allen. Es gibt keine öffentliche Sicherheit ohne IT-Sicherheit, deswegen muss da eigentlich mal was passieren. Und als letzten Punkt noch, ne, strenge Regeln sind auf alle Fälle ein Punkt. Im Moment ist es Time to Market. Das hilft zwar nicht gegen Geheimdienste, wenn sie ihre Sicherheitslücken, wenn sie Sicherheitslücken zurückhalten, aber warum sind da überhaupt Sicherheitslücken in the first place? Ne? Also der Markt funktioniert ja auch nicht bei Hygiene, Umwelt oder Straßensicherheit. Warum sollte er irgendwie bei IT-Sicherheit funktionieren? Okay, als letzten Kommentar noch die Dokumente von Snowden. Ich glaube, die letzten habt ihr wahrscheinlich gesehen 2018, aber zum Beispiel The Intercept und Glenn Greenwald haben gesagt, sie haben nicht mehr die Kapazitäten, die Sachen weiter auszuwerten. Das heißt, es gibt da noch einen weiteren großen Schatz, aber der wird nicht mehr weiter bearbeitet. Ist nicht ganz klar, warum. Aber das war jetzt quasi der große Überblick, und Dankeschön. Alles klar. Vielen Dank, Rainer. Gibt es Fragen? Erschlagen. Hier vorne gibt es eine Frage. Also zunächst mal vielen Dank für den sehr informativen Vortrag. Aber gleich anknüpfen an das Rätsel am Schluss, also wenn es da noch einen Schatz zu heben gibt und Intercept sitzt drauf, kann es aber nicht auswerten, hast du eine Vermutung, was da passiert oder was noch zu erwarten ist vielleicht? Also die Kurzantwort ist nein. Die Langantwort, also ich aus den Announcement könnt ihr ja selber auch nochmal lesen, das ist so ein bisschen, ich habe es so ein bisschen unter dem Radar, ich habe es erst durch einen Hinweis entdeckt, dass das auf einmal aufgehört hat. Das klingt so ein bisschen wie, da steckt noch eine Menge, aber mit dem Druck-Backlash und so weiter können vielleicht so ein paar Leute einfach nicht umgehen. Aber ich, keine Ahnung, ob es da nochmal... ob da nochmal jemand anders irgendwie Geld in die Hand nimmt und das nochmal mit ein bisschen mehr vielleicht Verteidigung oder in Erwartung dessen, was dann da passiert, in die Hand nimmt. Aber ich kann es wirklich nicht sagen. Also mich hat es überrascht, und mich hat es auch überrascht, dass es so unterm Radar gelaufen ist. Alles klar. Noch eine weitere Frage. Ich habe hier vorne noch eine. Noch jemand auf die Liste, wo ich gerade stehe? Machen wir, genau.
Ja, ich wollte fragen, also erstmal danke für diesen umfangreichen Vortrag. Ich wollte fragen, was kann man denn jetzt eigentlich tun? Also was für Strategien sollte man verfolgen oder ist es eigentlich aussichtslos? Das war jetzt am Schluss, ging das doch etwas schnell und war nicht so ganz klar, ob man, was man jetzt eigentlich, was so wirklich jetzt die Lektionen sind, die man irgendwie befolgen sollte. Ja, also erstens, die Hoffnung ist nie zu Ende und man kann natürlich immer was tun. Ich glaube, gerade in dem Kontext hier, gerade wir sozusagen, ich sag jetzt mal als Techies, ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass, dass wir irgendwie andere unsere Platten verschlüsseln und irgendwie Messenger zu nehmen, die keine Metadaten hinterlassen, irgendwie. Das ist eine schöne Sache, aber das sollten wir nicht als digitale Selbstverteidigung glorifizieren. Wir sollten das als verzweifelte digitale Notwehr bezeichnen. Das heißt, parallel das machen, während wir auf politische Lösungen hindrängen. Also das hilft allen anderen Menschen, den anderen 99% hilft es nicht, wenn wir quasi hier sitzen und unsere Messenger hacken, die dann im Endeffekt genau wir selber benutzen. Das heißt, ich glaube, es führt nichts daran vorbei zu sagen, sich da irgendwie politisch, ich meine, das machen wir hier auch, da näher drauf zu drängen, das Leuten zu erklären, dass das ein Riesenproblem ist und dass es sie auch selber betrifft. Also ich war neulich in Hessen Sachverständiger im Landtag bezüglich der Hacking-Fähigkeiten vom Verfassungsschutz da. Und es war total interessant, weil einerseits der Verfassungsschutz wollte irgendwie Sicherheitslücken verwenden, um in Systeme reinzukommen. Und gerade parallel startete gerade die Vereinigung der KMU da eine Aktion für mehr IT-Sicherheit, weil ja unsere deutschen Erkenntnisse geschützt werden müssen gegen die Spione. Und das geht halt nicht zusammen. Und diese Sachen, da müssen wir alle nicht müde werden, das Leuten zu erklären, dass sie nicht das eine haben können und das andere gleichzeitig kaputt machen. Und ich glaube, da kann man auf alle Fälle was tun. Und ich glaube, immer mehr Leute erkennen auch die Dringlichkeit der Situation. Da müssen wir halt einfach einen langen Atem behalten. Und so doof wie es ist, aber Anfang des Jahres, könnt ihr euch erinnern, wo so ein paar Leute im Bundestag irgendwie sehr kurze Twitter-Passwörter hatten, die dann ausgesucht werden wurden, sozusagen ausprobiert wurden und dann wurde es als großer Hack dargestellt. Wir mögen da alle lachen, dass die irgendwie nur 5 Zeichen verwendet haben, aber das sind Beispiele, wo man in dem Moment mal da anrufen kann. Ich habe auch mit diversen Leuten gesprochen, zu sagen, hey, wir haben hier ein Problem und es geht über die Länge deines Passworts hinaus. Das heißt, so doof wie uns das vorkommt, dass so ein Fall irgendwie so hochgespült wird, aber wenn das Narrativ ist, gerade wir haben ein Riesenproblem, einfach da mitgehen. Ne? Und wenn die Leute sagen, oh, erzähl mir was über Blockchain, dann kann man sagen, ja, kann ich, super, dann erzählt man halt irgendwie ein bisschen was und dann kommt man langsam auf IT-Sicherheit und Datenschutz und redet weiter und sagt, wir brauchen noch Veränderungen in anderen Stellen. Oder wenn die Leute Digitalisierung sagen, kann man immer sagen, ja, super spannendes Thema, ich kann euch mal was erzählen über Sicherheitslücken und so weiter. Also, ja, da können wir selber auch mal ein bisschen kreativ werden und nicht so habe ich selber eine ganze Zeit gemacht, so drauf beharren, nee, die benutzen die Worte falsch und so weiter und haben keine Ahnung. Das kann man auch ausnutzen. Ne? Also es ist jetzt nicht auf euch bezogen, sondern auf uns alle, inklusive mir. Ich glaube, dann geht auch was. Alles klar, wir machen noch eine letzte Frage und dann machen wir wirklich weiter. Hier vorne. Ja, hallo Rainer, vielen Dank nochmal für den schönen Vortrag. Gerne. Ich frage nochmal nach, weil die erste Frage, die gestellt wurde, mich auch noch interessiert, das Verstummen von Intercept, dass da, obwohl noch was übrig geblieben ist, jetzt irgendwann aufgehört wurde zu berichten darüber. Es war ja nicht nur Intercept und nicht nur Glenn Greenwald, die da diesen Datenschatz bekommen haben. Der Guardian und noch ein, zwei andere Medien ja auch. Der Spiegel. Und naja, also nicht gerade jetzt erwähnenswert. Aber ja, was ist mit diesen, also den echten, also Guardian, investigativen Medien, haben die zur gleichen Zeit aufgehört, das Thema zu bearbeiten oder? Ich glaube, die haben sogar früher aufgehört. Also Intercept war immer sozusagen, wie heißt das, Rufer im Nebel oder so. Die haben noch am längsten weitergearbeitet. Ich habe nur gerade der Spiegel gesagt, weil ich meine, wir sitzen hier quasi unweit der Zentrale. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Frage, die man mal den Leuten, wer jetzt irgendwie hier im Stream in London irgendwie sitzt, vielleicht kann man da mal an die Tür klopfen und die Leute fragen und jetzt hier Michael, wie hieß er, Rosenberg? Oder irgendwie Mascolo und so weiter, wie sie alle heißen, die haben früher aufgehört und die haben den Schatz auch noch, soweit ich weiß, also ich kann da auch nichts dazu sagen, aber es ist vielleicht ein guter Hinweis, sich zu erinnern, dass der auch woanders lag und vielleicht, wenn man die Leute mal beim Schnittchen-Event trifft, vielleicht mal drauf anzusprechen. Alles klar. Vielen Dank, Rainer. Applaus.